Was gibt es Schöneres als frische Crêpes zu Hause an einem wunderbaren Sonntag? Nicht viel, wenn ihr mich fragt, denn Crêpes sind eins meiner absoluten Lieblingsfrühstücksideen, wenn man es so nennen möchte. Oder auch zum Mittagessen kann man sie eigentlich auch essen. Man kann sie immer essen, weil sie sind einfach immer lecker. Ich habe hier schon die Zutaten und die sind wirklich super simpel. Wahrscheinlich habt ihr die sogar alle zu Hause. Ich habe hier 250 Gramm Mehl, 500 Milliliter Milch, 4 Eier, ein bisschen Butter, so 50 Gramm ungefähr und ein bisschen Vanillezucker. Das ist alles, was man für Crêpe braucht. Also ein bisschen Belag und sowas kommt natürlich auch später noch drauf und müssen wir einplanen. Als allererstes mache ich mal die Pfanne heiß. Und das mache ich, um direkt mal die Butter zu schmelzen. Denn im original französischen Crêpe-Rezept kommt geschmolzene Butter mit in den Teig. Und die macht den Teig dann besonders cremig und lecker, vermute ich. Ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, was die Franzosen da machen und sie verstehen sehr viel von Essen. Deswegen schmelzen wir die Butter erstmal. Wir können uns in der Zwischenzeit schon mal um das Mehl kümmern. Ich habe hier Typ 405. Da kommt ungefähr so ein Päckchen Vanillezucker rein. Ihr könnt hier an der Stelle natürlich auch frische Vanille zum Beispiel nehmen oder normalen Zucker oder was auch immer. Aber ich finde, Vanillezucker hat so genau das Beste von beidem. Es hat diese Süße und dieses leichte Vanillearoma. Dann eine kleine Prise Salz ist auch immer ganz wichtig. Gerade beim Backen darf die nicht fehlen, denn die hebt auch so ein bisschen diesen süßen Geschmack an und ja, macht etwas Gutes auf jeden Fall. Kommen wir zu den Eiern. Die werden reingeschlagen, 4 Stück. Und bevor die Milch auch noch dazu kommt, werde ich den Teig jetzt schon mal ein wenig verschlagen. Also die Eier zerbrechen und einfach so grob unterrühren zu so einem kleinen Vorteig. Anschließend kommt dann die Milch nach und nach runter. Wenn der Teig dann so langsam flüssiger wird, steige ich auch um auf meinen Handbesen. Ich habe keine Ahnung, ob man das Handbesen nennt. Wie nennt man das denn? Rührstab? Nee, bestimmt nicht. Wieso habe ich so ein Problem mit Küchenequipment? Und hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sehr viel und sehr lange rührt, damit sich eben keine Klümpchen bilden. Vermischen könnt ihr natürlich auch so einen elektrischen Handmixer nehmen. Damit geht das Ganze noch mal einfacher und die Klumpengefahr ist noch geringer. Butter ist mittlerweile geschmolzen, deswegen mache ich die Pfanne schon mal aus. Und dann habt ihr am Ende einen wunderbar schönen, gleichmäßigen, flüssigen Teig. Da kommt jetzt auch noch die heiße Butter mit rein. Und schon haben wir unseren wunderbaren Teig. Der kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank, so für 10 bis 15 Minuten, damit er so ein bisschen Zeit hat. Und dann backen wir diese wunderbaren Crêpes aus. Und da ist ja auch schon wieder der Teig. Der war jetzt 15 Minuten im Kühlschrank, wirklich. Ich werde gleich noch ein bisschen Schokolade schmelzen. Und dafür ist das hier mein Wasserbad. Kommen wir zur Schokolade. Ich habe hier eine richtig schöne, hochprozentige, also am Kakao, nicht Alkohol, Schokolade. Die kommt einfach in eine Metallschüssel. Metallschüssel kommt aufs Wasser. Und dann schmilzt die Schokolade einfach ganz sanft nebenher. Ich habe auch diese Pfanne schon wieder heiß gemacht. Da ist ja einfach noch die Butter von eben drin. Die können wir jetzt super zum Ausbraten auch nutzen. Also würde ich sagen, fangen wir mal an damit. Eine gute Kelle reicht auf jeden Fall schon aus für einen Crêpe. Manchmal sogar so ein bisschen weniger, denn diese Crêpe, die wollen wir ja richtig schön dünn haben. Ich gebe einfach mal das rein und dann ganz wichtig, diese Bewegung einmal im Kreis drehen, sodass sich wirklich der Teig in der ganzen Pfanne verteilt. Nur so werden sie richtig schön dünn. Sobald der Crêpe dann auf der Oberseite so ein bisschen matter wird und man nicht mehr durchgucken kann, können wir ihn auch wenden. Zack, und diese wunderschöne Farbe. Die sieht doch schon toll aus. Ich habe meine Pfanne hier auf Stufe 3 von 9 auf dem Elektroherd. Je nach Herd ist es mal unterschiedlich. Da müsst ihr euch einfach rantasten und euren eigenen Herd ein bisschen besser kennenlernen. Und dann wisst ihr genau, welche Hitze ihr da braucht, damit der Crêpe perfekt wird. Von der anderen Seite braucht er jetzt auch nochmal so 30 Sekunden oder vielleicht auch 45 Sekunden. Und dann ist er auch schon fertig. Von der zweiten Seite wird er leider nicht ganz so ein schönes Muster haben wie hier, weil ich da keine Butter nachgefüllt habe. Wenn ihr den absolut perfekten Crêpe backen wollt, der von beiden Seiten wirklich identisch aussieht, dann füllt da noch mal ein bisschen Butter nach und verteilt sie vor allem und backt ihn erst dann von der anderen Seite auch aus. Und was macht die Schokolade? Sie sieht sehr schön aus. Von der anderen Seite ist er jetzt auch fertig und man könnte ihn jetzt direkt in der Pfanne zusammenrollen oder man gibt ihn noch mal kurz auf ein kleines Papier. Ich mache das in der Regel, weil ich natürlich auf meine Linie achte und das ganze überschüssige Fett, das möchte ich nicht unbedingt am Crêpe haben. Ich finde auch, dass wenn sie so ölig und fettig sind, schmecken die einfach nicht so gut, wie wenn sie trocken sind. Um das Topping kümmere ich mich gleich. Erstmal gebe ich noch mal ein bisschen Butter rein, damit wir mit dem Crêpe ausbacken weitermachen können. Dieser Teig, der reicht insgesamt ungefähr so für, ich sag mal, 8 bis 10 Crêpes, je nachdem, wie dick man sie dann am Ende macht. Ihr kennt das Spielchen, Teig rein, ganz schnell die Bewegung, bevor es stockt. Wir kümmern uns um das Topping und dafür hole ich mir erstmal eine schönere Unterlage. Das ist eine Katze im Hintergrund. Eine Katze im Hintergrund. Wieso sagt mir das denn niemand?
Bei den Toppings hat man natürlich jetzt die Qual der Wahl, was man nimmt. Es gibt so viele gute Variationen. Ich habe mich heute entschieden für frische Erdbeeren, weil ja gerade Erdbeersaison ist, mit ein bisschen Schokosoße. Deswegen schmilzt die Schokolade da auch. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel Apfel und Zimt, Apfelmus mit Zimt ist ja eine super Kombination, oder auch mit frischen Beeren. Die Schokolade ist wirklich wahnsinnig intensiv vom Geschmack, deswegen nehme ich da gar nicht mal so viel. Dann können wir das Ganze natürlich schon mal rollen. Ich schlage es mal so ein bisschen ein und schlage den dann so ein paar Mal um, bis wir einen wunderbaren Crepe haben. Ich weiß, das ist nicht die klassische Rollvariante, die man normalerweise von Crepe kennt. Normalerweise faltet man es so zusammen, aber ich habe halt meine eigene, mein Gott. Und noch besser als Erdbeerschoko passt natürlich Bananenschoko. In der Regel nehmen die meisten Leute dafür ja Nutella. Ich bin nicht so ein riesiger Fan von Nutella, geschmacklich schon, aber dafür wird ja Palmöl benutzt und ich möchte einfach kein Nutella aufgrund dessen kaufen. Gute geschmolzene Schokolade tut auch den gleichen Job und deswegen werde ich jetzt schon mal die Banane in Scheiben schneiden. Und der nächste Crepe ist eigentlich auch schon fertig, deswegen mache ich mal schnell mein Papier hier frei. Der sieht auch mal hübsch aus. Zack, einmal hier drauf, nochmal abtupfen. Da merkt man mal, wie viel dann doch hängen bleibt in diesem Tuch. Es ist schon nicht wenig. Gleiches Spiel wie eben, nur mit der Banane. Wenn ihr möchtet, gebt darüber noch ein bisschen Puderzucker und schon habt ihr unglaublich leckere Crepe vor euch. Das sind jetzt erst zwei von den unzähligen Varianten, die man machen kann mit Crepe. Und mich würde mal interessieren, was eure Lieblingsvariante, also euer Lieblingsbelag ist. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich werde mich jetzt erstmal auf diese zwei Crepe stürzen und dann noch die restlichen 8 ausbacken und verteilen an jeden, der möchte. Viel Spaß auf jeden Fall beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!